Da ist sie endlich, die erste deutsche Großdiesellok im TSW 4. Wir stehen hier auf Hamburg-Lübeck. Ich begrüße euch aus dem Hamburger Hauptbahnhof. Wir sind im Fahrplanmodus unterwegs. Allerdings habe ich mir diesen Zugverband hier selbst gespawnt und zusammengestellt im Formations Designer. Es sind keine Intercity-Verbindungen tatsächlich im Fahrplan an sich drin, sondern das habe ich mir jetzt selbst zusammengestellt. Doppeltraktion 218 und wir fahren einmal von Hamburg nach Lübeck und gucken uns gemeinsam zum allerersten Mal das neue DLC von TSG an. Ja, jetzt spricht gerade die Bleche, also deshalb steigen wir einfach mal in den Führerstand ein, damit es nicht so laut ist. Und dann erzähle ich euch alles Weitere. Und zwar ist das DLC von TSG, das erscheint morgen auf allen Plattformen, auf Steam, auf den Konsolen. Wir gucken uns das Ganze heute vorab an in dieser Preview-Version und später gibt es dann auch noch ein weiteres Video heute im Laufe des Tages und heute Abend, ganz wichtig, heute Abend einen Livestream, irgendwann 18, 19, 20 Uhr, irgendwie sowas, wo wir uns zusammen vorab, bevor das Ganze released wird und bevor es den Livestream bei DTG gibt, gucken wir uns den hier schon mal zusammen an und dort könnt ihr auch alle Fragen stellen und alles, was ihr sonst noch so sehen wollt. Ich würde sagen, wir rüsten jetzt erstmal auf, schauen uns hier in diesem wunderschönen Führerstand oben, auch alles hier schön abgenutzt, die Texturen, alles schön abgeranzt, genauso wie man sich es vorstellt in der 218er. Einmal den Bremsschlüssel auf ein, direkte Bremse, ja doch, die ziehen wir mal an, aber Führerbremsventil, das mal in Lösestellung. Wir stecken den Fahrtrichtungswender rein und in die Neutralstellung und während da gerade die Dostos ausfahren, machen wir mal Folgendes, wir drehen uns einmal um und stellen mal hier den die Wendezugsteuerung auf KWS, wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste das ja, KWS sein. Der Schnellgang ist soweit richtig. Dann machen wir einmal die Tür auf und gehen einmal raus. Steigen einmal in die andere Lok kurz ein. Und stellen hier ebenfalls auf KWS um. Na? So. Gucken uns einmal hier von außen das Modell an. Einfahrt. ICE schön, oder? 685 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Hannover toll. Hauptbahnhof. Abfahrt so. 24. Dann setzen wir uns wieder hin. Achso, übrigens, was wir auch machen können, das finde ich ganz cool. Wir stehen ganz kurz auf. Und zwar kann man diesen Sitz hier zusammenklappen. Und dann kann man tatsächlich zu dieser Tür ran. Also schön gemacht. Schöne kleine Animation mit ein paar Sounds mit dazu. Ja, gefällt mir. Die Motorgruppen sind an. Das passt soweit. Wir stellen den Vorwärtsschalter schon mal ein. Zugheizung, Lokauswahl 1 und 2, das passt soweit. Und dann stellen wir die Zugheizung auf 1. Ungefähr 2 Sekunden halten wir das Ganze gedrückt. So. Genau. Die Zugheizung ist jetzt an. Dann schalten wir uns die PZB an. Die SIFA machen wir ausnahmsweise auch mal an. Normalerweise fahre ich ohne SIFA, aber naja. Wir geben die Türen auf der linken Seite frei. So, Türen sind auf. Dann. Ganz wichtig, Getriebeleistung, der Leistungsschalter, der muss definitiv auf an. Luftkompressor auf an, Zugbeleuchtung an. Spitzensignale auf normal. Ansonsten können wir sie hier reduzieren und hier können wir sie auch reduzieren. Signalbeleuchtung aktivieren wir unbedingt. Führerraumbeleuchtung brauchen wir nicht. Instrumentbeleuchtung allerdings schon. Da ist der Sander, hier ist der Scheibenwischer, links und rechts jeweils die Türen, das Horn. Ja, beziehungsweise die Pfeife, hoch und tief ist der gleiche Ton. PZB, genau. Und dann können wir eigentlich die Türen schon schließen. So. Also, und was wir übrigens auch sehen, wir kriegen die Lichter im Zug an, tatsächlich mit der Lok. Das funktioniert ja mit dem Vectron zum Beispiel nicht, aber mit der 218 kriegen wir tatsächlich die Zuglichter an. Sehr gut. Dann würde ich sagen, genug gequatscht, genug gestanden. Wir lösen alle Bremsen hier und fahren los. Ganz wichtig, wenn wir anfahren, dann erstmal den Fahrschalter für ein paar Sekunden auf Stufe 2. Wir sehen, dieses Getriebelicht geht hier an. Das ist, weil dort dann Öl reinkommt.
Und wenn das Licht aus ist, erst dann können wir beschleunigen auf eine höhere Fahrstufe. Wir drücken auf PZB wachsam. Und jetzt können wir auch tatsächlich ein bisschen die Leistung weiter aufschalten. Das hier sind übrigens Repaints da aus dem Creators Club, die NASH-Lackierung. Die SIFA hat sich auch schon gemeldet. Dann haben wir auch schon gesehen, wie sich die SIFA anhört. Vielleicht mache ich sie im Laufe der Fahrt auch wieder aus. Führerstandsbeleuchtung sieht dann so aus. Lassen wir aber aus. Und wichtig, wenn wir abschalten, ebenfalls erst wieder auf Fahrstufe 2. Und danach nehmen wir komplett abschalten auf Fahrstufe 0. So, wir machen die SIFA wieder aus. Das bringt jetzt nichts. Sehr schön. Der ICE kommt hier auch noch vorbei. In Doppeltraktion. Das DLC kostet, wenn ich das richtig im Kopf habe, 17,99 €. So, der 85er Leuchtmelder ist an. Wir dürfen aber weiterhin nur 40 fahren. Dementsprechend können wir gleich mit der dynamischen Bremse mal reinbremsen, damit wir nicht zu schnell werden. Ich hoffe tatsächlich, dass wir jetzt Leistung von beiden Loks haben, aber ich glaube schon. Ich glaube, das funktioniert. Hamburg-Lübeck selbst hat kein Update bekommen. Auch der Fahrplan ist, glaube ich, in diesem Sinne nicht neu. Das ist der gleiche Fahrplan, den es schon länger gibt. Aber der Hamburger Hauptbahnhof, ich habe es gerade gesehen, er wirkte gerade extremst voll, ne? Also jetzt auch mit den zusätzlichen 218ern. So, wir dürfen 60 fahren. Also wie gesagt, erstmal kurz die Leistung aufschalten, warten, bis das Licht ausgeht und danach stellen wir die Leistung auf noch deutlich höher. So, wir befreien uns jetzt mal aus der Beeinflussung. Übrigens, falls Hamburg-Lübeck bei euch auf der Konsole von der Beleuchtung her ein bisschen anders aussehen sollte als hier bei mir, das liegt daran, dass hier noch eine Mod draufgezogen wurde, dass hier von den Belichtungsverhältnissen das so aussieht wie bei Dresden-Chemnitz. Also nicht TOD 4, auch nicht TOD 3, aber TOD 3.5, wenn man es so möchte. Dementsprechend ist vielleicht der Führerstand hier ein bisschen dunkler, als er eigentlich dann bei euch vielleicht ist. Aber das liegt halt wirklich nur daran, dass hier noch diese Beleuchtungsmod von, davon eben draufgezogen ist, dass es eben so aussieht wie bei Dresden-Chemnitz. Ich weiß gar nicht, ob wir heute jetzt dazwischen halten sollen. Wir haben ja die Fahrplanfahrt. Das ist ja keine Fahrplanfahrt hier, sondern das ist tatsächlich einfach nur eine Fahrt mit dem Freeroam-Modus. Dementsprechend habe ich mir den Weg selbst eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob der Intercity zwischendurch auch mal hält. Vielleicht in Hude. Ich hoffe tatsächlich, dass beide unsere Loks arbeiten. Naja, sieht aber nicht so aus, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass wir jetzt die zweite Lok einfach nur im Schlepptau haben. Ohne dass
sie mitarbeitet. So, wir haben 100 erreicht. Ja, 120 dürfen wir mittlerweile fahren. Einmal hoch auf die 120. Und Leistung wieder abschalten. Vmax ist 140. Das steht auch sicherlich irgendwo da. Genau, hier steht das, genau im Schnellgang 140. Mit dem Riesenrad im Hintergrund. Ah, wie schön ist es, endlich mal eine Großdiesellok zu haben. Die erste Großdiesellok im deutschen Bereich. Ansonsten hatten wir nur. Ja gut, die Baureihe 204 ist ja auch eigentlich eine Streckenlok und keine Rangierlok, wenn man es genau nimmt, aber ne, ihr wisst, irgendwie nicht ganz so, sagen wir mal, das beste Fahrzeug, das wir so haben. Die V60 in ihren etlichen Varianten, sowohl als 363 als auch als 365 haben wir auch im TSW. Und die Diesel-Triebzüge. 612er, 628, 648. Ja. Und jetzt endlich mal wirklich eine richtige Diesel-Lok. Das ist doch einfach schön. Oh, ich kann mich schon. Ich habe schon die Idee, was wir demnächst mit der 218 machen. Wir werden die auf jeden Fall das ein oder andere Mal in nächster Zeit mal ausfahren. Auf verschiedensten Strecken. Güterverkehr, Personenverkehr. Ah, seht ihr das? Oder hört ihr das? Wenn wir hier sind mit der Kameraansicht, dann haben wir irgendwie die Innensounds. Ja. Melde ich mal dem Entwickler zurück. Oh, bisschen FPS-Einbrüche. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam, aber ja, Hamburg-Lübeck hat ja manchmal so komische FPS-Einbrüche. Und wir haben unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht von 140. Eieieiei, was ist denn hier los? Vielleicht ist es die Mod, die Beleuchtungsmod. Hm? Nicht ganz sicher. Einmal hier mal vorbeifliegen, damit wir mal den Zug an uns vorbeifahren lassen können. Ups, ich bin mit der Kamera weggerutscht. Da vorne auf die Brücke, da stellen wir uns mal hin. Mal kurz die Leistung raus, beziehungsweise nicht auf die Brücke, sondern da dran.
Also perspektivisch war das jetzt nicht die Szene, mit der ich mich bei Christopher Nolan jetzt bewerben würde als zukünftiger Regisseur oder Kameramann. Aber es ist halt auch immer ein bisschen schwer, weil die Kamera nicht so schnell fliegt. Ich glaube, sie fliegt mit 160 km/h oder vielleicht mit ein bisschen mehr als 160. Und es ist halt einfach schwer, wenn der Zug selbst schon 140 fährt. Wir können auch übrigens, das finde ich ganz cool, hier vorne dieses Licht anmachen. Moment, wie war das? Na, wie ging das denn nochmal an? Also man kann halt die Position davon verstellen, man kann aber auch das Licht natürlich anmachen. Jetzt weiß ich nur leider nicht mehr wie und wo, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Haben wir hier eigentlich sowas wie eine Pultbeleuchtung? Da wäre man nur dieses große Führerraumlicht. Aber sowas wie eine Pultbeleuchtung sehe ich jetzt hier nicht. Ne? Immer Instrumentenbeleuchtung. Ah, da können wir sie auch noch erhöhen. Ja, funktioniert auch. Hier auch. Ihr seht's. Sehr gut. Anzeigendimmer. Was denn für eine Anzeige? Ah, okay, die Leuchtmelder. Sehr schön. Und was war das? Das ist nicht bedienbar. Okay, hervorragend. Dann haben wir das auch. So, da ist der Sander. Hier hinten Schnellgang, Langsamgang, Schleuderschutz und der Mehrfachtraktionsschalter. Ampereanzeige, Batteriespannung und diverse Schaltschränke. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir die PZB anmachen überhaupt. Ich habe das jetzt nur mit dem Tastenkürzel gemacht, aber ich weiß nicht, wo wir die PZB wirklich anmachen. Finden wir gleich noch heraus. So, da fährt ein Güterzug an uns vorbei. Und das war die Ankündigung auf 130. Vorbei am Dosto. Und 130 gelten ab hier. Und ab hier sogar 140 wieder. Nee, genau. Also erstmal Fahrstufe 2. Warten, bis das Lämpchen ausgeht und dann schalten wir auf. Und ab hier sind es 160, aber wir dürfen weiter natürlich nur 140 fahren. Bei der 218 sollte man aufpassen, zumindest in Realität. Im Simulator ist das jetzt natürlich nicht so extrem schlimm, aber in Realität müsste man da relativ langsam da auf- und abschalten, was die Fahrschalter angeht, um nicht beim Getriebe oder beim Motor einen Schaden zu verursachen. Und der fährt auch aus. Ja, also 218er können wir hier auf Hamburg-Lübeck fahren. Und zwar mit N-Wagen und mit Dostos. Die N-Wagen werden mitgeliefert.
von Hamburg nach Lübeck ist die 218 vorne. Von Lübeck nach Hamburg fährt man mit dem Steuerwagen zurück. Der Karlsruher Kopf ist in der umgebauten Variante ebenfalls mitgeliefert, und zwar als Diesel-Variante. Also auch ein neuer Steuerwagen. Und der zweite Klasse N-Wagen ist ebenfalls mit dabei. Außerdem können wir im Fahrplan auch noch mit den Dostos fahren. Und mit dem Steuerwagen entsprechend wieder zurück. Und was wir ebenfalls machen können, ist erstmal noch auf Hamburg-Lübeck Güterverkehr fahren mit den entsprechenden Güterwagen im Fahrplan, die mitgeliefert werden mit der Strecke. Und auf der Maintalbahn kann man ebenfalls 218 mit Dostos fahren. Moment, einmal ganz kurz hier mal runtergebremst. Ah, nicht, dass wir jetzt eine Zwangse bekommen. Ah, Vollbremsung wollte ich jetzt auch nicht. So, Bremse löst sich wieder. Und Bremse ist gelöst. Wir befreien uns wieder, dürfen jetzt gleich auch wieder 110 fahren. Genau, also auf der Maintalbahn können wir dann auch die 218er mit den Dostos fahren. Das kann man aber nur, wenn man Hamburg-Lübeck benutzt, weil mit der Maintalbahn keine Dostos mitgeliefert werden mit der Strecke. Das heißt also, die Doppelstockwagen auf der Maintalbahn werden ebenfalls werden von den Hamburg-Lübeck-Dostos werden dafür benutzt. Das heißt also, wer die Maintalbahn besitzt, aber nicht die 218, kann nicht im Fahrplanmodus mit der 218 auf der Maintalbahn fahren. Dafür benötigt man Hamburg-Lübeck. Ansonsten die 218 natürlich im Freeroam-Modus nutzbar, so wie wir es jetzt gerade auch machen, von Hamburg nach Lübeck in Doppeltraktion. Das ist alles gar kein Problem. Man braucht prinzipiell keine Strecke. Die Frage kommt nämlich manchmal, ob man die Hamburg-Lübeck haben muss, um die 218 überhaupt benutzen zu können. Das war ja früher so im TSW. Das ist mittlerweile nicht so und das ist auch hier nicht so. Ihr könnt die 218 natürlich auch kaufen, ohne die Strecke Hamburg-Lübeck zu besitzen und sie im Freeroam-Modus auf anderen Strecken einsetzen. Das geht alles. Das ist kein Problem. Was ihr halt eben nicht machen könnt, ist auf der Maintalbahn mit der 218 fahren im Fahrplanmodus, wenn ihr nicht Hamburg-Lübeck besitzt. So. Das ist die einzige Einschränkung. Es ist, im Grunde genommen ist es ein Layer. Schön, es macht Spaß. Die Lok lässt sich gut fahren. Ich hab das Gefühl, man ist wirklich, wenn man hier drin sitzt, dann fährt man auch wirklich eine schwere Diesel-Lok. Also das Gefühl kommt definitiv rüber, meines Erachtens. Und wunderschön, N-Wagen und hinten dran 218er. Also kommen uns auch im Fahrplanmodus entgegen. Genau, also man hat schon das Gefühl, man fährt hier besagte Diesel-Lok. Das Gefühl kommt sehr gut rüber. Sounds kann ich nicht zu 100% bewerten, weil
218er keine Lok ist, mit der ich persönlich täglich in Berührung bin. Ich empfinde sie aber eigentlich als ganz gut. Ich glaube, die Sounds sind gut. Die sind viel besser als in der Preview-Version auf jeden Fall. Wir haben ja einmal dieses kurze Preview-Video gesehen. Und die Sounds sind auf jeden Fall viel besser als da. Ja, und insgesamt, ne, also... Schön. Schön einfach diesen Anblick zu haben. Doppeltraktion 218er Intercity-Wagen. Fehlt nur noch der Intercity-Steuerwagen. Aber der kommt ja bald auch. So lange wird er auch nicht mehr auf sich warten lassen. Da bin ich mir sicher. Ansonsten, ja, mal gucken, ob sonst was im Führerstand zu bedienen ist. Was ist das? Fremdstromkabel. Ja, das ist die Rangiersteuerung. Makro lässt sich auch dort bedienen. Die SIFA. Da können wir den PZB-Modus umstellen. Im Führerstand 2. Ich frage mich nur, wo wir die PZB an- und ausmachen. Hier vermutlich, ne? Genau, also im zweiten Führerstand. Was ist das? Achtung, im ZDS-Betrieb muss die Zugsammelschiene und Zugverband unterbrochen sein, damit die ZEV-Anlage beider Lokomotiven auf eine gemeinsame Zugsammelschiene einspeisen können. Interessant. Oh. Da ist uns was entgegengekommen. Und wir rauschen einmal durch und grüßen die 218er. Oh. Huch. Ist die 218er kurz zu einer Dampflokomotive geworden? Beregio AG Nord in Kiel, Deutschland und Dänemark. Fahrzeugerkennung zum Tanken. Ich frage mich, ob der Tankstutzen animiert ist. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Oh ja, tatsächlich. Ah, wir können den auch nicht aufmachen. Machen wir aber gleich, wenn wir in Lübeck sind. Dann gucken wir uns das einmal kurz an. Mal das Fahrzeug von außen ein bisschen begutachtet. Jetzt sind wir deutlich zu langsam geworden. Ja, so sieht's aus, wenn man die Beleuchtung aktiviert.
Und bis Lübeck sind es noch 16 Kilometer, also auch nicht mehr viel. Vielleicht können wir es mal ein bisschen wolkiger werden lassen. Oh, zu schnell. Jetzt frage ich mich, ob KWS wirklich richtig war oder nicht doch ZDS. Doch, ja, stimmt. Eigentlich müsste es ja. Es ist ja in diesem Sinne, fahren wir ja keinen Wendezug, sondern wir fahren in die Doppeltraktion. Also müsste es ja eigentlich ZDS sein. Aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem beide Lokomotiven fahren. Ah, ich weiß es nicht. Das können wir vielleicht heute Abend beim Stream dann nochmal klären. Das wäre ja etwas, was wir uns da dann nochmal genauer angucken können. Wie funktioniert das hier mit der Wendezugsteuerung? Wo ist sie denn? Da. Nee. Da. Was wir machen können, hier die Sonnenblende. Ah, ob das so viel bringt, sei jetzt mal dahingestellt. Scheibenwischer können wir auch selbst noch hier bedienen. Hier vorne gibt es gar keine Sonnenblende an der Seite. Aber Fenster können wir aufmachen. Und auf der Seite ebenfalls. So, noch 9 Kilometer. Oh, wir sind so schnell. Es geht nämlich leicht bergab. Also bergab ist schon ein bisschen sehr metaphorisch gesprochen. Von Bergen können wir hier in Norddeutschland maximal sprechen, wenn wir uns auf Bergen auf Rügen befinden. Aber ansonsten eher nicht so. Mal ein bisschen Leistung rein. Ja, das DLC ist von TSG gebaut, von Trains in Germany, dem gleichen Entwicklerstudio, das auch die Foslo G6 gebaut hat und die Niddertalbahn und auch bald den Intercity Steuerwagen und die 101 Expert.
gleichen Hersteller. Oder zumindest unter dem gleichen Namen wird das Ganze gepublished. Gepublished wird es an sich von DTG. Das ist ja im TSW immer so. Und ja, wir neigen uns langsam so dem Ende unserer allerersten gemeinsamen Fahrt hier in der 218 entgegen und dementsprechend würde es mich natürlich sehr interessieren, was denn jetzt so euer erster Eindruck von der Lok ist und ob das was für euch ist und ob ihr da schon überlegt, euch morgen die Lok zu kaufen oder wartet ihr noch ab auf den Sale oder gefällt sie euch überhaupt gar nicht? Also lasst das mich gerne mal wissen. So, wir müssen reinbremsen. Auf unter 85. So, und was hätten wir? Bremse löst dich bitte. Das dauert natürlich jetzt ein ganzes Stück, bis sie sich einmal löst. Befreien uns aber auch, da wir in 90 fahren dürfen. Bremse ist fast gelöst. Wir können schon mal die ersten zwei Fahrstufen reinschalten. Und jetzt ein bisschen mehr Leistung. Mal hoch auf die 90. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, also was mir sofort auffällt, was ich schade finde, ist, dass das Wahlradschalter beziehungsweise der Fahrstufenschalter die gleichen Sounds verwendet wie die 110 und die 103. Da hätte ich es schön gefunden, vielleicht andere Sounds zu benutzen, vielleicht neue Sounds zu benutzen. Vielleicht hört das sich auch wirklich genauso an. Das weiß ich natürlich nicht, aber prinzipiell wäre es irgendwie schön gewesen, wenn zumindest die Schalter-Sounds neu wären. Generell auch die Schalter-Sounds hier, die wir im Führerstand haben, das sind alles die gleichen Sounds. So, 80. Was haben wir hier? Container abgestellt von Evergreen Hamburg Süd. Und nur 101. Hallo. Hier ist es gerade extremst dunkel. Ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich damit zu tun hat, mit dieser Beleuchtungsmod, die ich jetzt hierfür aktiviert habe. Das hat jetzt nicht so viel mit der 218 zu tun. Aber jetzt sehen wir auch wieder im Führerstand ganz viel. So. Vorbei an diesem Depot, Lokschuppen, was auch immer. Eine V60. Oh. Oh, gar nicht gesehen. Gar nicht bemerkt. Ich hab fest damit gerechnet. Ja, das war jetzt nur ein Test, um zu sehen, ob die PZB auch hier wirklich funktioniert. Nee, ich hab tatsächlich gedacht, dass das halbzeigende Signal am Ende des Bahnsteigs steht und nicht hier. Die Frage ist, es kann natürlich sein, weil das jetzt hier im Freeroam-Modus erstellt worden ist, dass sich einfach nur irgendwelche Züge blockieren. Das müssten wir jetzt einmal kurz nachgucken. Ah, da steht ein Zug.
Der fährt dann hier so lang und der hat bis hierhin Fahrt. Die Frage ist, was macht er danach? Wechselt der dann? Ah, der wechselt vermutlich auf das Gleis hier und fährt dann hier rechts an uns vorbei. Oder? Ich weiß es nicht genau. Oder fährst du in die andere Richtung? Na, wir können doch eigentlich beim Fahrdienstleiter mal kurz fragen, ob wir einfach das Gleis wechseln können, weil das hier ist ja frei. Dann können wir das doch einfach wie folgt machen. Wir rollen. Ups. Sollten erstmal nicht nach hinten rollen. So. Und dann können wir uns die Route entfernen und uns eine Route setzen. Und dann nehmen wir stattdessen einfach das Gleis hier. Und das müsste eigentlich direkt Fahrt geben. Ja. Ja, wobei, so schnell wie wir anfahren, glaube ich schon, dass tatsächlich beide Loks damit ziehen. Also hier kommt ordentlich Ruß. Ja, hier nicht, ne? Wisst ihr was? Wir halten doch nochmal kurz an, weil ich würde das gerne hier im fahrenden Betrieb einmal kurz herausfinden. Natürlich ein schlechter Ort zum Anhalten, aber wenn wir, Moment, wir können gar nicht auf ZDS, aber ZWS. Wir stellen das mal auf ZWS um. Einfach nur, um das mal auszutesten, weil, hallo? Ich würde gerne den Führerstand verlassen. Also wir stellen es jetzt einfach mal um, nur um es mal umgestellt zu haben. Einfach nur, um mal herauszufinden, ob das funktioniert. Kurz gucken, dass die Zugheizung auch bei beiden Fahrzeugen anders und der Motor auch bei beiden Loks läuft. Ja, wobei erst hätte man natürlich den Motorstart machen sollen. So, jetzt nochmal kurz. Ja, also es rußt auch von hier hinten. Man sieht's. So, und jetzt fahren wir nochmal an. Bremsen lösen sich. Ah, schaut an. Okay, ich glaube jetzt. Jetzt funktioniert es tatsächlich. Ah, doch, so schnell wie wir jetzt beschleunigt haben, sind wir jetzt, glaube ich, tatsächlich die ganze Zeit nur mit einer Lok gefahren. Und jetzt fahren wir mit beiden Loks. Doch, das fühlt sich definitiv, glaube ich, noch anders an. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt, aber vielleicht können wir das zusammen im Stream heute Abend klären. Dann sind wir in Lübeck. Hier übrigens auch neu, das für alle, selbst
wenn sie nicht die 218 besitzen, wer die Niddertalbahn besitzt, der wird demnächst die 628 auch hier im Raum Lübeck sehen. Einfach als KI-Fahrzeug. Nicht fahrbar, aber einfach nur als KI. Ja. Ist praktisch für alle als Update. Vollkommen egal, ob man die Lok besitzt oder nicht. Also, ob man die 218 besitzt oder nicht. So, wir halten an. Und geben die Türen auf der rechten Seite frei. Einmal den Stuhl nach hinten. Dann gucken wir einmal ganz kurz in den zweiten Führerstand nochmal rein. Genau. Und zwar hier können wir dann Folgendes machen. Die Handbremse, die kennen wir. Ansonsten können wir dann vermutlich hier, da sehen wir die Umdrehung pro Minute. Ja, wo kann man die PZB anmachen? Also hier offensichtlich nicht. Hier auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Hier ist der PZB-Modus und der Bremsmodus, aber der PZB-Schalter an und aus ist, weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Falsche Seite. Nein, ich würde gerne raus. So. Und jetzt wollten wir uns noch einmal kurz diesen Tankstutzen angucken. Ah, schaut an, das geht wirklich. Sehr schön, das gefällt mir. Gut, dann. Würde ich sagen, beenden wir die Fahrt heute mit der 112er, die auch gerade da links noch im Hintergrund einfährt. Ich bin ganz gespannt auf eure Meinung. Ansonsten heute Abend im Livestream. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.